Hallöchen, hier ist wieder euer Tag und ich begrüße wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Und in der heutigen Folge bauen wir den Cinecopter. In der letzten Klapsinn-Folge hat einer noch den Wunsch geäußert, dass der Helikopter nicht fehlen darf und von daher werden wir uns heute ranmachen, den uns zu basteln. Das Schöne bei so einem Helikopter ist, den basteln wir uns in der Luft, von daher können wir ihn überall platzieren, wo wir wollen. Ich baue mir das Ganze natürlich hier bei unserem Klapsinn, passend zum Thema natürlich und von daher holen wir uns dafür mal ein paar Blöcke zur Hand. Für den Start für unseren Helikopter holen wir uns mal ein paar Steinstufen raus. Schwarzer Beton, poliert er an die Sitzstufen, violetter Beton, violetter trockener Beton, dann holen wir uns noch ein paar Glasblöcke raus, ich empfehle einfach mal hellblaues Glas, dann auch gelbe Betonblöcke, steinzige Treppen und Stolperdrahthaken. Jo, wenn wir dann alles zusammen haben, würde ich sagen, legen wir los und zwar erstmal mit unseren Steinstufen. Das Schöne ist halt, in der Luft bauen wir das Ganze, von daher platziere ich mir irgendwo jetzt erstmal 3 Steinstufen und die ziehen wir uns auf eine Länge von 11 Blöcken. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Haben wir das Ganze denn so lang gezogen, platzieren wir auf der Vorderseite wie auf der Rückseite noch so einen kleinen Zipfel ran. Danach platzieren wir gleich schon mal die Räder. Ich mache jetzt erstmal die Hinterräder einfach mal ran. Das sind einfach die 2 schwarze Betonblöcke, die wir uns hier platzieren. Einfach hier gleich nach der, vorletzten Reihe hier, sage ich mal, machen wir uns die 2 Räder hin. Und auf der Vorderseite machen wir, würde ich mal sagen, gleich ja auch, die gleich zweite Reihe hier von vorne gesehen, machen wir uns auch nochmal so ein Rad hin. Dann nehmen wir mal unsere polierten Andesitstufen, die platzieren wir einfach mal eine jetzt vor unser Vorderrad. Dann lassen wir hinter unserem Vorderrad eine Reihe frei und schlagen dann hier die Reihe einmal weg. Tauschen da einmal polierte Andesitstufen hin. Auf der Rückseite machen wir jeweils vor unserem Rad eine Stufe davon hin und dazwischen einmal. Weiter geht's denn mit unserem violetten Beton. Den platzieren wir einmal vor unserem Vorderrad, denn an den Seiten jeweils nochmal ein. Dann lassen wir einen Block frei, setzen dann hier einfach so einen Zweier hin. Auf der anderen Seite machen wir das immer mit. Lassen dann 2 Blöcke Platz und setzen dann hier so einen rechten Winkel einfach mal rein. Auf der anderen Seite machen wir das auch nochmal. So, dann lassen wir wieder 2 Blöcke Platz und setzen hier so ein kleines T auf der Rückseite rauf. Auf der anderen Seite machen wir auch nochmal so einen T. Wenn wir das dann erstmal so haben, gehen wir auf die Rückseite und setzen hier an sich so ein Zweier einfach mal hin, dass das zu ist. Nochmal ein Zweier raus und 2 Blöcke nochmal hier hinten wieder ran. Kommen wir einmal kurz zu unserem violetten trockenen Beton. Das sollen an sich unsere Helikoptertüren sein. Die platzieren wir einmal auf der Vorderseite hier so, wo dann am Ende unsere Türen entstehen. Dann können wir gleich schon mal unsere Glasblöcke drauf platzieren. So ganz vorne hier mache ich auch nochmal einen Block und auf der anderen Seite müssen wir unsere Helikoptertür natürlich auch noch mit Glas bestücken. Jetzt kommen wir mal zu unserem gelben Beton. Hier setzen wir einfach mal hinten so einen anderen rechten Winkel einfach mal rauf. Ist fast wie ein bisschen Tetris spielen hier. Und wenn wir das haben, platzieren wir hinter auf unser Hinterrad an sich hier so eine kleine Befestigung dafür. Auf der anderen Seite machen wir es auch nochmal. Dann kommen wir zu unserem Stolperdraht. Den machen wir vorne an den Türen ran. Das sind so unsere Türgriffe. Kommen wir noch einmal zu unserem violetten Beton. Den platzieren wir einmal oben drauf. Den ziehen wir dann einmal hier bei unserer Lücke bis nach hinten weg. Aber aufgepasst, wir lassen dann noch einen Block hier einfach mal offen. Also eigentlich nur bei unserem hinteren T bis zum ersten Block ziehen wir uns hier diese Schicht. Und wenn wir dann soweit sind, können wir dieses ganze Blockmaterial wegtun und gehen wieder an unsere Kiste ran. Um weiterzubauen, holen wir uns einfach mal Purpurstufen, Purpurtreppen, Spender raus. Dann holen wir uns Steinziegelmauer, violetten Beton, Steinziegeltreppe, eine Eisenfalltür, etwas Teppich und Schilder. Haben wir auch das zusammen, geht's weiter. Fangen wir dann erstmal an, unsere ganzen Purpurstufen und Treppen zu verbauen. Damit beginnen wir erstmal auf der Vorderseite hier ein bisschen die Schnauze zu verkleiden mit Treppen und Stufen. Danach platzieren wir noch ein paar weitere Stufen auf den ersten paar Glasblöcken hier. Dann gehen wir einfach mal hier auf unserem Dach zur Seite mit 1, 2, 3, 4 Treppen. Einen Block freilassen, nochmal die Treppe hin. Dann machen wir das gleiche Spiel nochmal auf der anderen Seite. 1, 2, 3, 4 Treppen, einen Block freilassen und wieder eine Treppe. Nehmen wir mal kurz unsere Spender zur Hand. Die platzieren wir jetzt einmal hier, wo wir es offen gelassen haben. Und dann machen wir nochmal 2 Spender hier auf der Rückseite. Dazwischen platzieren wir nochmal eine Treppe hin. Nehmen wir unsere Stufen zur Hand und platzieren 1, 2, 3, 4
Stufen hinten noch drauf. Bei unserem Heck, bei unserem Helikopter, platzieren wir hier hinten am Ende eine Stufe hin und an den Seiten nochmal zwei Treppen. Wir bleiben gleich mal beim Heck. Hier bauen wir das noch ein bisschen weiter. Und zwar platzieren wir jetzt einfach mal hier am Ende eine normale Treppe. Darunter machen wir eine umgedrehte Treppe davon. Auf der Rückseite dieser normalen Treppe machen wir einen violetten Betonblock. Dahinter machen wir eine umgedrehte Treppe hin. Obendrauf platzieren wir zwei Stufen. Darunter machen wir einen Block erstmal hin, darunter eine Stufe. Block nochmal wegschlagen und da dann eine Stufe hinhauen. Wir haben ja hier eine umgedrehte Treppe uns gemacht. Da platzieren wir jetzt auf jeder Seite nochmal zwei weitere Stufen ran. Jetzt schnappt euch mal die steinzige Treppe. Die platzieren wir jetzt hier hinten auf einer Seite. Einfach so ein bisschen umgedreht. Da platzieren wir dann gleich noch hier die Rotorblätter dran. So, drei Stück insgesamt würde ich sagen. Dann nehmen wir uns nochmal die Pupu-Stufe zur Hand und fliegen hier auf dem Dach von unserem Helikopter hin. Wir ziehen jetzt einfach mal hier vorne bei den violetten Betonblock 1, 2. Beim dritten machen wir hier so eine Stufe hin, einen Block freilassen und nochmal zwei Stufen hin. Da, wo wir jetzt freigelassen haben, können wir einen Spender reinplatzieren. Darauf machen wir eine Mauer und einen Teppich. Jetzt kommen wir zum schwersten Teil. Und zwar müssen wir die Rotorblätter von unserem Helikopter daran jetzt befestigen. Da nehmt euch mal ein paar Blöcke als Hilfsmittel, denn das Ganze basteln wir aus Eisenfalltüren. Die lassen sich dann halt so am besten dran platzieren. Und zwar machen wir die Rotorblätter so schräg davon ran. Also insgesamt machen wir das viermal. Und zwar dachte ich mir, machen wir die auf einer Länge von 1, 2, 3, 4. Und ja, ich finde, das sieht halt besser aus, wenn wir das auf eine 5er Länge machen. So, dann schlagen wir unser Hilfsmittel natürlich hier nachhinein weg und können dann auf die Falltüren noch ein paar Teppiche drauf platzieren. Sieht ein bisschen besser aus, als wenn wir die so kahl lassen. Und das wäre so die Länge von unseren Rotorblättern. Und das machen wir halt noch dreimal, immer so schräg zu jeder Seite weg. Am Ende sollte denn dein Helikopter von oben so aussehen mit den Rotorblättern. Jetzt haben wir natürlich noch ein paar Schilder übrig. Die platzieren wir, wenn du möchtest, noch gerne auf den Seiten jetzt hier, um unsere Schrift vom Club darauf zu schreiben. Bei mir heißt er natürlich Klapsinn, aber du kannst natürlich auch gerne deinen eigenen Clubnamen raufschreiben. Und das kann man dann natürlich auf beiden Seiten raufschreiben. Wir sind aber noch nicht ganz fertig mit unserem Helikopter. Zwei kleine Sachen habe ich hier noch. Und zwar holen wir uns noch ein paar Steindruckplatten raus und Redstone-Fackeln. Die Redstone-Fackel platzieren wir einmal hinten bei unserem Heck des Helikopters. Und die Steindruckplatten hätte ich gerne nochmal auf unsere Spender raufgepackt. Und fertig ist unser Sinn-Helikopter. Jetzt schwebt er durch die Stadt und überall kann man jetzt ein paar schöne Stripper-Partys feiern. Das freut nicht nur den Bürgermeister, sondern auch die ganze Gemeinde. Dann wäre hiermit unser Club Sinn komplett abgeschlossen. Ich freue mich dann auf das nächste Bauprojekt, aber ansonsten stelle ich mich hier vorne Safety hin. Und wenn ich Safety stehe, wäre es das Ganze hier. Wir hören uns dann zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss. Das ist der Strip-Helikopter. Ich meine, das ist ein Helikopter, den ich noch nie gemietet habe.